Okay, Chat, wir machen weiter. Wir reagieren auf ein neues Video vom lieben Dennison. Satanistin spricht über den Satanismus. Oi, oi, oi. Okay, let's go. Jo, Freunde, was geht und herzlich willkommen zum erneuten Video auf meinem Kanal. Diesmal sind wir nicht in Hamburg unterwegs, sondern wir befinden uns gerade frisch eingetroffen in Berlin am Alexanderplatz. Ich habe mir natürlich die Zeit wieder genommen, die ein oder andere Leute hier anzusprechen. Und ihr wisst, HBF ist chaotisch. Berlin ist auch chaotisch, wenn man richtig sucht. Deswegen wünsche ich euch viel Spaß mit dem Video. Ja. Darf ich ganz kurz stören? Eine Frage. Oh, which language? English? No problem, my English is okay. Kurze Frage. Short question. What do you think? What is the perfect date? Alles gut. Have a nice day, yeah? Perfect. Bye bye. What is your name? If I can rate, if I can guess. Your name is, let me look. No. Na? Ah, da wolltest du nur erst abchecken, der kleine Schlawiner. Du Schlingel. Am Schild leider. You're maybe, where you from? I'm from Scotland. Scotland, oh. Scotland? Wallah, wie soll die heißen? Keine Ahnung. Lächer oder so. Teresa. No, it's Gloria. Wir mussten jetzt Gloria. So eine kleine Tour machen. Wo wolltet ihr hin? New Yorker, New Yorker. Was steht da an? Neue Klamotten kaufen für mich. Für dich heute nicht? Ich bin pleite. Aber gibt es auch Tage, wo du sagst, ich verzichte auf mich und der Freund muss mal ran? Wenn ich ihn bei Milchshake bei McDonald's hole, aber ansonsten eher nicht so. Wollt ihr euch einmal vorstellen, wie heißt ihr denn? Stefan. Stefan, lass mich raten oder Anfangsbuchstaben? Lara. Das war nicht der Anfangsbuchstabe gewesen, aber egal. Lara und Stefan. Ja. Wie habt ihr euch kennengelernt? Das würde mich richtig interessieren. Facebook. Der Klassiker. Ja, ich habe einfach angeschrieben und obdachlos und das habe ich aufgenommen. Du warst obdachlos, du warst zu dem Zeitpunkt nicht obdachlos. Ja. Jetzt ist es andersrum. Jetzt bist du obdachlos. Tschüss, wie geht das denn? Los und erst. Ja. Oh, man sagt ja immer, man passt sich dem Partner irgendwie an, ne? Aber diesmal habt ihr irgendwie einfach die Rolle getauscht. Ja. Okay, und jetzt bist du nicht obdachlos, du bist obdachlos, aber lebst bei ihm. Ja. Aber dann bist du ja theoretisch nicht obdachlos. In der Theorie nicht, aber in der Praxis halt schon, weil mein Betreuer für mich noch eine Wohnung sucht, weil ich offiziell nicht bei ihm schlafen darf. Aber du eben macht es so heimlich. Ja. Ja. Also natürlich macht die es nicht, oder? Nee, nee. Unterwegs zusammen. Mit Notschlafstellen und keine Zelte und so ein Zeug. Wie lange seid ihr denn schon ungefähr zusammen? Da haben wir überhaupt, warum redet ihr so? Weißt du das einer? Zusammen, dass man sich da so ein kleines Beispiel. 2,5 Jahre. Was hat dich bei Lara so fasziniert, wo du sagst, dass, ey, das ist 100% meine Frau? Es ging langsam los, es ging sehr langsam. Wir waren erst längere Zeit Freunde, ne? Wir sind beide. Was? Was? Der hat das N-Wort gesagt! Der hat das N-Wort gesagt! Irgendwelche Idioten gerade auf TikTok. Der hat das N-Wort gesagt. Ich hab's gehört. Hört genau hin. Cancelt. Cool, bedürftig. Wir halten zusammen und dann sind uns ziemlich ähnlich halt auch, ne? Hab's nicht richtig verstanden. Der hat bestimmt das N-Wort gesagt. 100%. Ja, zur Zeit, ich bei dir bin ich weg davon. Mehr. Nur Substitution. Mehr Alter, mehr. Allah, billah. Allah. Allah. Wenn ich eine Sache verstanden habe, ne? Aber wirklich ohne Punkt und Komma. Also du hast wirklich komplett einfach gesagt, du willst mit Drogen anfangen. Also ich habe früher auch schon Teile und sowas genommen, als ich jünger war, aber das mache ich mittlerweile auch nicht mehr. Man hat sich schon satt gegessen, ne? Ja, ich hatte mal einen Horrortrip auf Teile und seitdem ist mir das Zeug nicht mehr getaugt. Horrortrip, da musst du mir mal erklären, wie kann ich mir den Horrortrip vorstellen bei dir? Wie ist das passiert? Ich weiß nicht genau, wie es passiert ist, aber wahrscheinlich... Bro, das ist crazy. Das ist crazy. Durch eine Überdosis. Das ist nicht böse gemeint, aber wenn man sich so in den Spiegel schaut, so was findet man daran schön? Überall Piercings, Tattoos, diese Halskette. Ja, diese Piercings reichen schon so. An den Zähnen noch irgendwas dran, im Mund, hier und da. Ist doch auch voll, das ist doch gar nicht bequem so, Janne, wenn du isst und so. Bruder, ist doch, also warum macht man sowas? Dosis und ich habe halt lauter Sachen gesehen, die man nicht sieht und hatte halt einen übelsten Schizophren. Der hat Jins gesehen einfach. Den Anfall. Jins einfach so an der Tür, Dings. Verwählt, so, die sind einfach so rein, so, komm, wir gehen jetzt den so. Die dachten, die gehen zu irgendeinem Dings, muslimische Wohnung rein, wo die am Beten sind. Auf einmal gucken die, die kriegen selber Angst. Die gucken, au, die sind fast konvertiert, die sind, was ist das denn? Die sind, nein, wir sind falsche Wohnung. Die sind raus. Andere Wohnung rein, bei irgendwelchen Kennex. Und es war halt nicht. Töbe, 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 stuff. Kann es sein, dass du Shaitans gesehen hast?
Kann sein. Das könnte meist durch so vielen so lange wach sein. Oh, ich dachte, dein Zahn fällt raus, aber das ist Tape. Okay. Was hat der gesagt? Ich hab keine. Wie kann ich mir das vorstellen? Was hast du genau gesehen? Das ist zu lange her, das weiß ich nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass es mir total scheiße ging und dass ich dann den ganzen Scheiß wieder ausgekotzt hatte. Aber ich wollte dich direkt eigentlich fragen, was die Tattoos für eine Bedeutung haben, aber die 13 haben wir jetzt schon abgehakt. Eine Bedeutung. Das hier habe ich zum Beispiel einfach nur für den Style gemacht. Der hat einfach. Das steht für die Zahl, wo ich abgehauen bin von zu Hause. Da steht einfach nur Bad, das ist auch nur zum Style. Hier von Rough Fiction. Ich weiß nicht, ob sie die Band kennen, einfach das Cover. Guck mal, ich schwör's dir, ich sag jetzt ehrlich, ne? Und ich sag noch eine Sache, die ist nicht böse gemeint. Denk nicht, ich gehe auf ihr Gewicht drauf. Die hat übertrieben schöne Augen. Im Sommer kommen die richtig schön zur Geltung. Vor allem, wenn sie noch so vielleicht ihre Haare blond machen würde, blond-braun. Und dann noch, wenn sie ein bisschen abnehmen würde. Ist nicht böse gemeint, sie kann so bleiben, wenn sie sich wohlfühlt. Aber stell dir mal vor, keine Tattoos, keine Piercings, die hat echt schöne Augenfarbe, schönes Kleid, im Sommer läuft die rum, so blonde Haare, bisschen Sommersprossen, so dünn, noch am Abnehmen. Bruder, warum macht ein Mensch sowas mit sich? Hä? Warum muss ein Mensch sich so verunstalten? Also ich finde das nicht schön. Ich finde das nicht schön. Und halt ein falsch herumes Kreuz dafür, dass ich Satanistin bin. Ach du Scheiße, ja okay, alles erklärt. Oh, da haben wir schon direkt wieder das nächste Thema aufgemacht, ne? Ich glaube, wir haben heute richtig viele Gesprächsthemen. Jetzt haben wir ja so ungefähr schon mal das Thema angeschnitten, Satanismus, ne? Bevor ich auf das Thema eingehe... Wie kommt man darauf? Atheist. Ah, oh, okay. Guck mal, da brauche ich ja nicht mal fragen. Sondern er hat direkt Atheist, das war doch... Jemand, der an nichts glaubt, ne? Also an keinen Gott, an keine Religion. Also Atheist ist, glaube ich, also so null, ne? Gedanken, du kannst aber Gedanken lesen, ne? Nee, das ist klar, das kommt. Wie bist du dazu gekommen? Also für mich bedeutet Satanismus eher, dass ich es ans Böse als ans Gute glaube, weil das Böse mir mehr bewiesen hat, dass es existiert als das Gute. Und dann habe ich irgendwann halt einfach gesagt, jo, dann werde ich Satanistin, weil man merkt ja... Oh ja, Mann. Morgens aufgewacht, jo, ich werde Satanistin. Jo, ich werde heute, jo, in Spiegel, Satan, heute werde auch vom Style her, die meisten Leute, die Satanisten sind, die haben halt auch einen Aussage. Hat die gerade auf seinen Finger geascht? Gewöhnlichen Style und so bin ich halt, als ich... Habt ihr das gesehen? Ihr habt es, glaube ich, gar nicht gesehen, ne? Guck mal bitte, die hat auf seinen Finger geascht. Die Satanisten sind, die haben halt auch einen außergewöhnlichen Style und so bin ich halt, als ich jünger war, darauf gekommen, weil ich war so, es gibt wenig Leute in meinem Umfeld, die halt genauso aussehen wie ich halt, auch mit Piercings bunten. Ja, ich glaube, das hat auch einen Grund, ne? Haaren und Tattoos und so. Und im Satanismus ist das halt weiter verbreitet. Die Scherbe mit der Rund. Boah, das war wie so ein Wikipedia-Eintrag, muss ich sagen. Also ich hab fast keine Fragen mehr. Du sagst ja selber, warum du zum Satanismus gekommen bist, weil du mehr an das Böse glaubst als an das Gute. Ist dir einfach so viel Schlechtes widerfahren, dass du sagst, ey, es hat mir einfach mehr bewiesen, weil ja, so viel Schlechtes passiert ist? Meine Kindheit war ziemlich geprägt, weswegen ich auch Borderline habe, weil meine Pflegeeltern nicht wirklich wussten, wie man mit mir umgeht mit dem Borderline. Weswegen ich meine halbe Kindheit über in Klapsen oder Psychiatrien war und in Wohngruppen. Ich war auch 2 Jahre lang in der Geschlossenen in München und von da... Ich hätte ganz kurz einen kurzen Eintrag über Borderline, bitte einmal kurz erklären. Aus bin ich halt immer wieder von meinen Eltern abgehauen, von der Klapse abgehauen, weil immer ein scheiß Umfeld war und man sich immer mit irgendjemandem nicht verstanden hat. Wie ist es bei Lara? Wenn du an sie denkst, hast du positive Erinnerungen oder negative? Positive, viele positive. Klar, sie ist ein großer Altersunterschied, aber... Das kann man aber gut überbrücken eigentlich, ne? Es gibt eigentlich hauptsächlich positive Erinnerungen, ne? Sie ist geduldig mit mir, ich bin geduldig mit ihr. Ich selber hab nicht viel Wissen dazu, muss ich tatsächlich sogar sagen. Ich habe immer noch viel gehört von anderen. Und viele haben immer die Theorie aufgestellt, Satanismus... Ist das eine, du glaubst an das Böse und nicht an das Gute. Und es finden anscheinend Rituale statt. Stimmt Nein, das? Krass. Nein, das mit diesen Tierritualen und so, das ist total selten. Ich hab's gewusst. Eigentlich ist Satanismus eine Religion, keine Religion, sondern eine radikale Form des Atheismus, ne? Das ist im Gegenteil des vom Christentum, ne? Die Christen glauben an Gott und an den Teufel, ne? Also Satanisten glauben direkt an den Teufel, sondern die glauben, dass Satan einfach nur... Ein gutes Zeichen für Atheismus, ne? Also Satan hat der Gegner von Gott, ne? Der Gegner. Und das war das Gegenteil von Christentum sozusagen, ne? Ja. Das ist einfach eine gute Community für den Atheismus, ne? Ja. Eine radikale Form davon, ne? Kann man hier irgendwie Untertitel anmachen, dass man den versteht, den Brie oder so? Oder, ja, ne? Das macht dich ein bisschen stutzig, wenn man so eine Theorien aufstellt. Ja, ja, weil das meiste für den Christen, ja. Gerade in den 80er Jahren, in der großen Satanismus-Theorie kam und so, ne? Der ganze Black Metal und so rauskam, ne? Ihr seid seit 2,5 Jahren zusammen und man muss sich ja auch irgendwann mal getroffen haben. Ihr habt ja übers Internet geschrieben, über Facebook und so. Wie sah euer erstes Date aus? Wir haben uns bei meinem Ex-Freund getroffen und haben uns freundschaftlich getroffen. Es lief aber nicht unbedingt gut und da haben wir uns halt getroffen, weil mein Ex-Freund und ich gemeinsam Freunde finden wollten. Ja, habe ich ihn halt übers Internet kennengelernt. Da ging es halt noch nicht um das Thema Beziehung, sondern erstmal nur um Freundschaft. Dann hat er erstmal eine Zeit lang bei meinem Ex-Freund gepennt. Dann hatte ich einen riesengroßen Zoff mit meinem Ex-Freund. Der hat mich für eine Woche rausgeschmissen, meinte eigentlich, nach der Woche reden wir nochmal. Nach der Woche
Woche sah es so aus, er hat mir die Tür 20 Minuten nicht aufgemacht, um dann aufzumachen und dann zu sagen, er macht Schluss, um sie mir wieder vor die Tür, um die Tür wieder vor meine Nase zuzuknallen. Ja, in dem Moment war ich halt total down, er war halt für mich da, hat mich halt aufgebaut, ich habe ihn wegen seiner Ex-Freundin Ellen aufgebaut, weil er da auch irgendwie weit zum Scheiße ging und dann nach ein paar Monaten sind wir halt irgendwann zusammengekommen, weil wir uns... Kranke Love Story, ehrlich jetzt, krank. ...halt die ganze Zeit umeinander gekümmert haben. Männer können echt Schweine sein, ne? Frauen genauso. Wollte ich gerade sagen, dachte ich mir auch gerade. Aber jetzt kam es von dir, jetzt wirst du gecancelt, nicht ich. Ja. Stefan oder der Ex-Freund, wer sah besser aus? Oder sieht besser aus? Das will ich so nicht beurteilen. Ja, also der andere, ne? Nein, ich weiß es nicht. Sie haben beide irgendwie so Sachen an sich, die ich cool fand. Was findest du an Stefan cool? Seine Tattoos. Welches Tattoo habe ich hier? Weiß ich nicht, vielleicht von 187 oder so? Nein, einfach gar keins. Nee, ich habe gar kein Tattoo. Okay, der kam gar nicht an. Alles gut. 187. Du sagst am besten vielleicht nochmal, was du liebst an Lara und du sagst, was du an Stefan liebst. An ihr liebe ich ihre Geduld mit mir, dass er einfach immer da ist, auch wenn es kuschelt und kuschelbedürftig ist, genauso wie ich. Und aber ohne die Dinger kuschelst du, ne? Ja. Sonst, ich wollte gerade sagen, sonst piekst das ein bisschen. Einfach Geduld mit mir. Ist also und stell dir mal vor, die lecken rum, die verhangen sich einfach. Aber ich finde es manchmal sehr, sehr schwierig sein kann. Aber ich finde es stark, Digga, dass du wirklich komplett damit aufgehört hast, ne? Ich bin obsoliert halt, ne? Ich krieg meine Tabletten täglich. Was ist der? Was? Und bei dir, was liebst du an Stefan? Seine Kuschelbedürftigkeit und dass er nicht so ein Fuckboy ist wie die meisten. Ah, ja, kuscheln. Leute, weil deswegen suche ich mir auch Ältere, weil die ein bisschen reifer sind im Kopf. Ja, das klingt plausibel. Woran würdest du... Bruder, ich dachte, diese F-Punkt-Boys sind eigentlich immer meistens nur Kennex, Digga. Ein Fuckboy erkennen. Daran, dass er sein Handy nicht hergibt und dass er dann mit 1000 Weibern in dessen schreibt. Ist einfach so. Oder der 3000 Handys, Full Handys, Max. Sucht bei euch so ein Thema? Ja. Seid ihr eifersüchtig? Ja. Ich eigentlich überhaupt mit, ne? Ab wann wärst du eifersüchtig? Was müsste er machen? Ein zu langer Augenkontakt mit jemand anderem. Mit einer anderen Frau aber, ne? Ja. Die Rumpfvögel sind alle aber nicht raus. Ja, verständlich. Ich bin 40 und kein Teenie mehr. 40 bist du? Ja. Ey, ich schwöre. Tschüss. Ich hätte niemals gedacht, dass... Wie alt bist du? 19. Ach. FBI! Open the door! Bruder! Bruder! Ja, ich dachte, unsere Eltern sind die einzigen, die übertreiben mit 10, 15 Jahre älter, dass der Vater älter ist. Georgina Ronaldo, 10 Jahre, Tamam Khalas. Bruder, nicht 10 Jahre, nicht 20 Jahre... 21 Jahre? Der ist Rekord, Alter. Der ist Rekord, Alter. Jetzt verstehe ich auch den Altersunterschied. 40 und 19. Das sind ja 21 Jahre, ne? Ja. So alt wie ich bin fast. Also ich bin 24. Ja. Also ich bin die Differenz von euch quasi. Kann man sagen, ja. Ja, aber ich sag mal so, die Liebe kennt kein Alter manchmal, ne? Ja, auf jeden Fall. Sonst geht's, sonst funktioniert's lang. Ich bin erst, wenn sie 19 sind. Der eine oder andere Netz haben wir jetzt irgendwie... Hä? Auf jeden Fall, sonst geht's, sonst funktioniert's lang. Wenn sie 19 sind. Der eine oder andere Netz haben wir jetzt irgendwie... Achso, okay. Der wollte nicht mehr zuhören beim Labern. Jetzt verstehe ich, geiler Cut. Junge, das war's mit dem... Die haben nur ein Couple-Interview, das war's. Ja, okay, das war's.